Keine Wirkung ohne Nebenwirkung. Manchmal sind die Nebenwirkungen sogar positiv, manchmal aber auch negativ, in dem Fall eher negativ. Wenn man etwas Isoliertes einnimmt, muss man sich darüber im Klaren sein und damit auskennen, vor allen Dingen über die Pufferwirkungen und vor allen Dingen über die Schäden, die dieser Stoff eventuell, wenn er seine Kofaktoren zum Beispiel nicht bekommt, auskennen sollte. Macht das so Sinn, dieser Satz am Ende? Ich weiß es nicht. Wir machen mal weiter. Was ist Arginin überhaupt? Ganz kurze Intro für viele, die es noch nicht so ganz wissen. Los geht's. Arginin. Was ist das überhaupt? An sich ist Arginin oder auch L-Arginin eine Aminosäure. Der Name leitet sich aus dem Lateinischen ab für Argentum. Arginin ist außerdem semi-essentiell. Für die Leute, die nicht wissen, was semi-essentiell ist. Naja, semi-essentiell ist so eigentlich das Gegenteil von essentiellen Aminosäuren. Essentiell bedeutet in dem Fall lebensnotwendig. Semi-essentiell sind daher nur bedingt lebensnotwendig und können zum Beispiel durch andere Aminosäuren gebildet werden. Einige Aminosäuren sind zum Beispiel für Kinder essentiell, währenddessen sie für Erwachsene nur noch semi-essentiell sind. Arginin kommt an sich in relativ vielen Lebensmitteln vor. Es ist häufig Bestandteil von zum Beispiel Körnern, Tierprodukten oder auch Nüssen. Hier kann man als Beispiele Kürbiskerne, Pinienkerne, Buchweizenkörner oder auch Hähnchenfleisch, Eier, Milch, Lachs und Schweinefleisch sowie Walnüsse und Erdnüsse aufzählen. Die Funktionen von Arginin sind weit gefächert. Arginin ist eine Quelle von Stickstoff-Phosphat-Verbindungen, welche für Energie sorgen. Außerdem ist es ein Stickstoffspeicher für zum Beispiel Keimlinge. L-Arginin ist außerdem die Vorstufe für Stickstoffmonoxid und sorgt für Blutgefäßerweiterung. Genauere Infos erzählt euch Patrick jetzt. Jetzt kommt was ganz Entscheidendes. Also, es ist niemals der Stoff, der wirkt bei dir im Körper, sondern immer das Stoffwechsel-Endprodukt, das Intermediat, was dein Körper dementsprechend bildet, was entscheidend ist daraus. Kontergaben früher kennen wir alle, L und R, links und rechts drehende, beides der gleiche Stoff, wird komplett anders vom Körper aber verstoffwechselt und dementsprechend andere Wirkungen, die andere Hilfung, Schlafmittel oder was war das oder was, und das andere war dann dementsprechend Krebs, Tumore und so weiter entwickelt. Von daher, es kommt immer darauf an, was das Stoffwechselprodukt von diesem Mittel ist, was man da einnimmt, ja? So, und aus L-Arginin, vielleicht wissen es viele, die meisten aber auch nicht, die es einfach konsumieren und empfehlen und solche Sachen, ist Stickstoffmonoxid erstmal eins und das andere ist Citrullin. So, wir fokussieren uns aber mehr auf das Stickstoffmonoxid. Stickstoffmonoxid kennen wir auch, oh, wie schädlich in Zigaretten und so weiter. Moment, also in dem Fall kommt es immer darauf an, wo es ist und in welcher Konzentration vor allen Dingen. Und das ist jetzt das Allerentscheidendste in diesem Video. Ich möchte euch einmal über die Risiken aufklären, vor allen Dingen von L-Arginin, weil es dir definitiv vielen auch mehr schaden wird, als es ihnen guten tut. Definitiv. Also, als allererstes muss man wissen, Stickstoffmonoxid gibt zwei Funktionen. Die eine in deinen eigenen Zellen. Ja, deine eigenen Zellen, wenn genug L-Arginin da ist, ja, kann eine Zelle Stickstoffmonoxid produzieren für sich, um sich vor Pathogenen zu schützen. Damit töten sie bestimmte Parasiten, Bakterien und so weiter. Punkt Nummer 1, denkt man sich so, geil, cool. Eine zweite Aufgabe betrifft deine Endothelzellen. Ja, das sind die Zellen, die zum Blut hingerichtet sind in deinen Arterien. Das heißt, die letzte Zellschicht, die das Blut berührt, das sind die Endothelzellen, ganz einfach, ne, formuliert. Und davon wird am meisten eben synthetisiert und verbraucht, ja, das Stickstoffmonoxid. Und die Vasodilation, ja, die Vasodilation ist so gesehen die Auseinanderdehnung deiner Blutgefäße. Und das veranlasst dann dementsprechend das Stickstoffmonoxid. Wir kennen zum Beispiel diesen Effekt. Vielleicht kennen viele Viagra, das Potenzmittel. Das ist ein Potenzmittel. Und das wirkt ein PDE5-Hemmer. Das ist ein Enzym, wird gehemmt, welches Stickstoffmonoxid abbaut. Das heißt, wenn Stickstoffmonoxid nicht abgebaut wird, bleibt es andauernd geweitet, die Gefäße. Okay? Damit ist es verifiziert dementsprechend, ja, was Stickstoffmonoxid hier auch macht, ja. Das ist alles schon sehr, sehr bekannt, ja. Können wir uns die Studien auch mal ansehen dazu, nochmal andere Studien bezüglich nüchtern Blutzuckerspiegel, positive Auswirkungen definitiv, HDL, LDL, ja, Cholesterinwerte dementsprechend, LDL runter, HDL hoch, das Verhältnis wird besser, Cholesterin gesenkt, Triglyceride gesenkt und so weiter, tolle Auswirkungen, Blutzuckerspiegel, Blutdruck konnte in dieser Studie nicht ganz nachgewiesen werden, weil dafür leider einfach zu wenig benutzt worden ist dann dementsprechend. Jetzt kann man aufschreien und kann sagen, hey, hurra, und jetzt wird's verkauft. Und damit ist Shit Verkaufsschlager und da so kennt jeder das L-Arginin als das. So. Jetzt kommt so die Schattenseite, die ich einmal hier aufdecken werde, dass es eben nicht so ist, die Kehrseite. Also, versuchen wir einmal Studien, beziehungsweise ich habe Studien gesucht danach, was passiert, wenn vermehrt
L-Arginin konsumiert wird und dann aus den bestimmten Exkrementen dann Proben entnommen worden sind. Und tatsächlich hier MDA ist ein Marker, Malondialdehyd, für oxidativen Stress, ein Marker für oxidierte Fettsäuren bei dir im Körper. Und danach wird gemessen, wie viel oxidativer Stress dein Körper erlitten hat aufgrund dieser Intermediate, diese oxidierte Fettsäuren. Und tatsächlich 31% erhöht dieser Marker nach Gabe von L-Arginin bei Säugetieren. Das Interessante ist, dass dein Körper jetzt 31% mehr Stress hat. Jetzt kann man das Ganze noch weiter verifizieren. Und zwar, wenn dein Körper Stress hat, oxidativen Stress ausgesetzt ist, dann wird ebenfalls Glutathion beansprucht. Und mit Glutathion steht und fällt so ziemlich alles in deinem Körper, wenn es um Thema Antioxidantien und so weiter geht. Es ist so wichtig, ich kann es gar nicht in Worte fassen, dieses Glutathion bei uns im Körper. Ich mache darüber auch nochmal, ich erkläre euch jetzt alles mal ein bisschen genauer. Es kommt bald ein Kurs raus von mir, den ich in Urlaub jetzt gerade fertig gemacht habe, der definitiv alles zerbersten wird hier in Deutschland, weil es eine Thematik ist, die meiner Meinung nach fast alle Gründe für Krankheiten halt einfach ist. Krebs und alles Mögliche. Dazu bald aber mehr. Also, und ebenfalls dieses Glutathion, das heißt die reduzierte Form, das heißt diese Form, die noch ein Elektron hat und es noch spenden kann an eine Elektronenmangelverbindung, wie zum Beispiel einem Radikal. Und das ist gesunken um 15%, also auf 61,6 dann dementsprechend. Ja, dann seht ihr, 15% verringert. Ja. Verifiziert, ganz klar, dein Körper musste mehr Stress in dieser angelegt haben, wo das Glutathion gebraucht worden ist und das L-Arginin zugeführt worden ist. Und das kann man noch weiter verifiziert, indem man ebenfalls GSSG gemessen hat. Das ist der oxidierte Glutathion, das heißt das, was schon das Elektron abgegeben hat an das Radikal. Und hier sehen wir ganz, ganz klar, dass das von 25 auf 27 gestiegen ist. Das heißt, mehr oxidiert worden ist. Das heißt, ganz klar, es erhöht das Stresslevel, oxidativen Stress bei dir im Körper. Falsch, Patrick, es ist nicht der oxidative Stress, das ist der, den viele kennen, sondern es ist der nitrosative Stress. Das Wort kennen die meisten überhaupt noch gar nicht. Das erkläre ich jetzt gleich mehr. Und zwar, was heißt nitrosativer Stress? Und zwar, der entsteht vor allen Dingen bei uns im Körper. Denn wenn du Glucose verstoffwechselst, entstehen immer Superoxide, das heißt O2-. Das heißt, immer Sauerstoffradikale entstehen immer bei dir im Körper, wenn du Glucose verstoffwechselst. Das ist eigentlich kein Problem, in Anführungsstrichen, wenn du genügend Antioxidantien zuführst, dein Körper genügend befähigt ist, vor allen Dingen Glutathion zu synthetisieren und so weiter. Das ist bei den meisten Menschen aber nicht mehr der Fall. Weil gerade Schwermetalle, andere Xenobiotics, das heißt Fremdstoffe im Körper, Stress unnatürlicher, falsche Ernährung und so weiter, führt immer weiter zu einer mitochondrialen Dysfunktion. Ja? Das heißt, dass diese nicht mehr so arbeiten, wie sie eigentlich sollten. Ja? Oftmals haben Menschen viele Entzündungen im Körper, wo die Antioxidantien abgezweigt werden, ja, und nicht mehr da zur Verfügung stehen. Ja? Wir haben einen Mangel an Antioxidantien in den meisten Menschen. Es gibt sehr viele Szenarien, ja, bei chronischen Entzündungen und so weiter, die dieses eben begünstigen. Und wenn jetzt oder manche exzessiv Stress natürlich und exzessiv Sport vor allen Dingen, ja, dann wird noch mehr Glucose verstoffwechselt. Das heißt, noch mehr Sauerstoffradikale entstehen in deinen Mitochondrien. Und wenn jetzt noch Stickstoffmonoxid, vermehrt durch das Arginin, ja, zum Beispiel, höhere Konzentration natürlich dann auch noch, wenn du es noch isoliert zuführst, auf dieses Superoxid-Anion trifft, was dann mal bei dem Körper entsteht, dann entsteht Peroxynitrit. Und Peroxynitrit ist so gesehen das Superradikal. Ja, das sehen wir hier, das ist ONOO-. Und das ist das absolute Killer- und zytotoxische Radikal, was bei dem Körper dadurch entstehen wird. Und das sagt dir keiner. Und diese Verbindung ist glasklar. Das ist zig Studien, zeigt es, wenn man es genauer hinschaut, so gesehen, ja, dass diese Kombination unbedingt vermieden werden muss bei dem Körper. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, PDH, Pyruvatdehydrogenase. Was ist das? Also wir kennen zum Beispiel alle aus der Schule die Glykolyse. Das passiert in deinem Zytoplasma, bei dir in der Zelle. Wenn in 10 Schritten, können wir hier mal einblenden auch, wenn aus der Glucose dementsprechend in 10 Schritten Pyruvat wird. So, das kennen wir alle und daraus können wir dann dementsprechend 2 ATP generieren. Ja, so. Das Schöne ist dabei, 2 ATP, besser als nichts. Das Schönere ist dabei aber, wenn das Pyruvat jetzt weiter in den Mitochondrien und so weiter, in den Citratzyklus, in die Atmungskette geht, weil dann kannst du aus
also aus den 2 32 sogar noch machen, das heißt noch ver-15-fachen. Das muss passieren, dann funktioniert dein Körper einwandfrei. Das Problem ist, dass erhöhte Konzentrationen von Stickstoffmonoxid die Pyruvat-Dehydrogenase hemmen. Das heißt, dieses Pyruvat aus der Glykolyse muss zu Acetyl-CoA werden, damit es weiter in den Zitratzyklus und in die Mitochondrien, in der Atmungskette und so weiter verarbeitet werden kann. Wenn dieses Enzym aber gehemmt wird, was das veranlasst, dass es weiter in die Mitochondrien geht, dann wirst du grundsätzlich viel weniger Energie generieren können. Ja, das heißt 15 mal weniger. Du wirst ständig Heißhungerattacken haben, du wirst ständig müde sein, schlapp sein und so weiter. Viele Menschen fühlen sich einfach nicht mehr fit heutzutage. Ja, das hat zum einen mit der Fehlfunktion der Mitochondrien zu tun, weil viele Menschen diese nicht pflegen. Und natürlich auch so Sachen begünstigen das natürlich dann auch noch, ja, wenn man das auch noch isoliert zuführt. Und das sagt dir einfach keiner, ja. Das hat mit verschiedenen Gründen zu tun, dann erhöhte Akkumulation von Calcium in den Mitochondrien und so weiter veranlasst das auch noch, was das Ganze auch noch erschwert. Das würde jetzt hier zu weit führen, chemisch. Aber was ich noch sagen will, ist nicht nur das, sondern das Enzym wird gehemmt, welches dich veranlasst, vernünftig den Zucker zu verstoffwechseln, sondern ebenfalls Aconitase, ein weiteres Enzym, wird noch ebenfalls durch dieses Stickstoffmonoxid in hohen Konzentrationen gehemmt, welches das Abbauprodukt dann dementsprechend, ja, aus dem Citratzyklus später, in den Mitochondrien, ebenfalls hemmt das Enzym, ja, was Citrat in Aconitat umwandeln kann und andersrum, Aconitat in Citrat wieder. Ja. Das heißt, das wird ebenfalls nicht passieren, das heißt, ein Citratzyklus wird ebenfalls auch nicht passieren. Ja. Das heißt, es hemmt dich wirklich nachweislich in den Vorschritten und in den Nachschritten allgemein rund ums Verstoffwechseln von Glucose, dieses Stickstoffmonoxid, und das ist wirklich in hohen Mengen auf jeden Fall zu vermeiden, ganz, ganz dringend. Ja. Und das ist wirklich sehr schade, dass das dir wirklich keiner sagt. Ja. Ja, also es gibt sehr große Risikogruppen dafür und gerade auch für die Sportler exzessiv und solche Sachen nicht geeignet in diesen hohen Mengen, meiner Meinung nach sehr moderat nur. Ich hoffe, ich konnte dich wieder aufklären darüber, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, und ich würde mich sehr freuen über einen Daumen nach oben für meine Arbeit auf jeden Fall. Ich würde mich ebenfalls sehr freuen über ein Abo und dabei auf die Glocke drücken, damit ich wirklich informiert werde, wenn ein neues Video kommt. Schreib mir sehr, sehr gerne einen Kommentar. Ich würde mich sehr freuen, diesen Kommentar von dir zu lesen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder von Rohvegan am Limit. Vergesst nicht, auf vitasomal.de vorbeizuschauen, meine eigenen Supplements mit massiv erhöhter Bioverfügbarkeit. Testet sehr, sehr gerne den Vitalmix mit dem Q10. Wirklich absolut mein Lieblingssupplement, meiner Meinung nach. Und das Vitamin D bei diesem Dreckswetter da draußen nicht vergessen. Dankeschön für alles. Bis zum nächsten Mal. Rohvegan am Limit, Team sagt Tschüss.